Wir bauen weiter an unseren Mietshäusern. Susul und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, wir starten wieder weiter hier auf unserem Grundstück, wo wir auch zuletzt gebaut haben mit den Miethäusern. Natürlich keine Mietshäuser. Vielleicht können wir hier auch irgendwo ein Mietshaus reinbauen in ein Miethaus. Hupsala, jetzt habe ich euch angestoßen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja, wir sind mit der Küche hier zugange, mit der ich eigentlich so gar nicht zufrieden bin, muss ich leider ganz ehrlich gestehen bislang. Muss ich mal noch gucken, wie wir das Ganze retten. Lagerung. Ich hätte hier gerne den dicken Mülleimer, der kann dastehen. Steht dann zwar ein bisschen blöd im Raum rum, aber ja, den hier irgendwo reinzustellen, ist halt mindestens genauso dämlich. Gut, also wir brauchen hier, auch wenn wir hier schon die Dings haben, die Spülmaschine, ich würde trotzdem ganz gerne hier auch noch ein Waschbecken reinklatschen. Aber das geht da nicht, stimmt, ich vergaß. Oh, will ich hier trotzdem noch ein Waschbecken reinklatschen? Ja, schon, oder? Das ist doch blöd. Das ist doch super blöd, ist das doch. Jetzt haben wir nur noch diese kleine Ablagefläche. Ich mag das nicht, wenn ich nur so wenig Ablagefläche habe. Aber gut. Es sind halt kleine Mietimmobilien. Da ist nicht so viel Platz. Da ist nicht so viel Platz. Da muss man so ein bisschen gucken, was man tut. Was man tut und tut. Warum kann ich die nicht da aufs Dings draufstellen? Aufs Regal? Kann ich die nicht einfach? Ja, doch, so geht's. Blümchen. Nee, mache ich anders. Warum kann ich die nicht andersrum schräg stellen? Okay, ich mach's doch nicht anders. Ich gebe mich geschlagen. Das ging jetzt schnell. Wow. Okay. Lass uns mal gucken, was wir hier alles hinstellen. Also. Ich suche gerade mal wieder den Salz- und Pfefferstreuer. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf Räume. So, wir sind in der Küche und suchen verschiedene Deko. Salz und Pfeffer. So ein Mörser ist auch cool. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mörser in die Küche gestellt. Hat schon was. Aber wo ist denn hier? Also ganz ehrlich, Salz und Pfeffer muss doch. Zimmerpflanzen? Alarm? Das muss doch bei verschiedenen Deko sein. Und warum ist eine Aufbewahrungstruhe aus Pinienholz, die aussieht wie eine Putzbox? Warum ist das? Also, das verstehe ich jetzt. Oh mein Gott, wie süß ist denn das? Das ist aber gar nicht so klein, das Vogelhäuschen. Alter. Wo sind jetzt bitte der Salz- und Pfefferstreuer? Das gibt's doch nicht. Gib es doch nicht. Dann suche ich halt danach. Ich hoffe, ich finde den. Salz und Pfeffer. Jo. So ein Gewürzduo könnte man auch hier hinten hinstellen. Aber es ist direkt schon wieder so groß. Nee, ich glaube, ich stelle da einen Salz- und einen Pfefferstreuer hin. Eine Obstschale wäre vielleicht auch noch ganz schön hier in die Ecke. Obst oder eine Lampe. Okay, der ist ein bisschen groß. Eine Lampe fände ich auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier alles? Obstschale in verschiedene Deko. Ja. Oder wir stellen die hier in die Ecke und obendrauf eine Lampe. Oder. Was wir natürlich auch machen könnten, wären hier die Lichtbänder wieder zu integrieren. Also ganz ehrlich, die Dinger, die sind ja mal mega. Guck ich das mal an. Wie geil das ist! Ich liebe diese Dinger.
Jo. Oh, mega. Braucht man die Lampe schon gar nicht mehr. Es gibt ein total cooles Licht irgendwie. Ein kaltes Licht, aber irgendwie wirkt es auch cool. Haha. Ist euch aufgefallen, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich höre ja schon auf. Ein Snackgefäß. Gibt es das auch noch mit einer komplett anderen Optik? Ja. Kaffee. Und Cookies. So, drei reicht jetzt aber auch. Ansonsten wird es irgendwann ein bisschen zu viel. Küchenutensilien frisch auf den Tisch. Nee, die möchte ich nicht hierhin haben. Das ist direkt wieder so ein Riesending. Aber vielleicht tatsächlich noch irgendwie so... Warte mal, hier ist doch Kleinkrams. Irgendwo gab es doch auch eine Küchenrolle. Küchenrolle, Küchenrolle. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Oder waren das... Lief das unter Trockentücher? Nee. Ich weiß nicht mehr, unter was das lief. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht. Eine Lebensmittelwaage könnten wir hier noch hinstellen. Einfach, weil es passt. Ist ja auch nur Deko. Ja, gut. Oder vielleicht einfach oben noch eine kleine, ein kleines Blümchen hin. Muss ich nur noch gucken, was für eins? Das kann gern ein bisschen was mit Farbe sein. Nicht zu brav in Anführungsstrichen. Oh, das ist auch hübsch. Schön. Schön, schön. Seit wann gibt's denn das? Hier so die Tulpen. Aber die gibt's auch in Blau. Warte mal, jetzt darf ich wieder... Jetzt darf ich wieder nicht auf Minus drücken. Dann ist wieder die Facecam irgendwo mitten im Bild. So. Blau. Gut, wenigstens die Vase. Ja, und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt wird's ein bisschen eng. Der eine Teil sitzt dann noch in der Küche und der andere sitzt hier direkt neben der Eingangstür. Ist nicht glücklich, aber es geht nicht anders. Passt das überhaupt? Esszimmerstühle. Haben wir hier irgendwie sowas ganz Modernes? Das hier ist doch ganz modern. Warte mal. Ja, das sagt mir aber nicht zu. So möchte ich das nicht. Es gibt doch noch was anderes. Ja, wenn die nicht mit dem Holz, sondern blau. Das ist jetzt zwar so die Farbe, aber das fühle ich jetzt irgendwie auch nicht. Ich weiß ja nicht. Warte mal, ich muss das erstmal hier, also nee. Da steht jetzt halt schon ziemlich bescheuert da. Also ich muss sagen, ich hätte im Nachhinein betrachtet, hätte ich das ganz gerne etwas tiefer reingezogen. Aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht alles nochmal umbauen. Aber es muss ja auch nicht. Also gut, das Schlafzimmer ist schon ziemlich luxuriös. Zugegeben. Also das Schlafzimmer hätte theoretisch ein bisschen kleiner gekonnt. Das hätten wir nicht so groß gebraucht. Aber ist jetzt so? Ich sehe das auch irgendwie so ein bisschen als eine Challenge an. Jetzt hier mit den gegebenen Umständen
das Bestmögliche zu basteln. So, da kommt noch ein Blümchen hin. Und jetzt könnten wir theoretisch hier schon anfangen mit dem Wohnzimmer. Ist natürlich jetzt hier auch wieder ein bisschen unglücklich, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wenn hier der Fernseher halt direkt vorm Fenster steht. Das ist halt irgendwie mistig. Aber ich habe das jetzt halt echt so ein bisschen verbockt. Ich stelle das jetzt mal so dahin. Auch hier mit der Tür. Also das ist nicht so ganz glücklich. Spielekonsole, die rücke ich so ein bisschen dahinter. Ja, und jetzt hängt es nämlich schon an hier mit dem Komfort. Also wir können jetzt hier auf jeden Fall nur einen Zweisitzer hinstellen, da alles andere wird zu eng. Das passt nicht. Und hier würde ich jetzt gerne so ein bisschen Blautöne wieder drin aufnehmen. Oh ja, das passt doch ganz gut eigentlich. Ja, ist jetzt halt, steht so ein bisschen unglücklich vor der Tür. Ist jetzt halt so. Mich würde es ja jetzt mal brennend interessieren, wenn ihr euch ein bisschen mit der Einteilung vergaloppiert habt. Was macht ihr dann? Sagt ihr dann, nö, das mache ich lieber nochmal neu, das will ich so nicht haben? Oder, so mache ich es ja meistens. Oh, das ist aber ein cooler Teppich hier. Das finde ich, glaube ich, gar nicht mal schlecht. So mache ich es meistens. Oder sagt ihr dann auch, wie ich es jetzt mache, ich lasse das jetzt einfach mal so und gucke dann schlussendlich mal, was dabei rumkommt. Und ich muss jetzt gerade zumindest für den Moment sagen, das mache ich eigentlich viel zu selten. Weil eigentlich ist das ganz spannend, das mal so zu betrachten. So, hier hinten hätte ich gerne mal eine Stehlampe in die Ecke. Ich habe relativ selten Stehlampen. Da muss ich nur erstmal gucken, was ich hier überhaupt für einen Stil drin haben möchte. Sowas finde ich ja immer cool. Es wird sich auch so ein bisschen hier mit der modernen Deckenlampe decken. Aha. So, Lagerung. Bücherregal wird dann wohl eins für an die Wand. Das ist mir zu groß. Ein großes Bücherregal will ich da gar nicht hinhaben. Das ist mir eigentlich zu schlicht. Das ist auch schon wieder ziemlich groß. Ja, oder? Also theoretisch passt es. Es ist halt eng. Es ist halt eng, aber es ist halt mal kuschelig. Meistens ist es ja so, dass ich die... meistens ist es so, dass ich die viel zu groß baue. Die Häuser. Und dass dann halt wirklich alles riesig ist. Das Blöde ist ja nicht da. Ich kann da nichts... Doch! Warum kann ich denn den Lautsprecher da draufstellen, aber die Stereoanlage nicht? Das ist ja total belämmert. Das ist ja richtig bescheuert. Ja, dann kommt da halt hier so ein Ding drauf. Oder das kommt dahin. Und hier das blaue Blümchen, was ich da eben an der Maus kleben hatte. Also ich jetzt nicht mehr wiederfinde, doch da ist es. Das würde mega gut daneben passen. Das Blöde ist, so hängt es in der Luft.
Und so ist es ein bisschen, steckt es ein bisschen drin. Aber ich finde es irgendwie trotzdem schön. Irgendwie passt das dahin. Und das ist gerade richtig, ist ein richtig lauschiges Eckchen. So, jetzt möchte ich da rechts noch gerne ein Bild hinhaben. Gerne auch etwas, wo sich das Blau drin wiederfindet. Das jetzt so nicht unbedingt. Naja, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Das ist, nee, auch nix. Jetzt auch nicht so meins. Oh, das ist hübsch. Das ist mir noch nie bewusst aufgefallen. Ich hänge das mal gerade dahin. Für den Fall, dass ich dabei bleiben möchte, damit ich das nicht wieder suchen muss. Aber das gefällt mir, das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Das ist jetzt zwar nicht blau, aber ich glaube, das wird da auch ganz gut hinpassen. Nee. So ein Weinglas. Nee, aber ich glaube, ich habe unser Bild gefunden. Ist jetzt zwar nicht blau, aber irgendwie mag ich das. Und ich mag auch das Wohnzimmer irgendwie gerne. Wow, und jetzt kommt hier vorne. Das können wir nicht machen. Aber na, der PC im Schlafzimmer wäre aber auch irgendwie blöd. Nee, Leute. Der PC muss dummerweise hier vorne hin. Das ist natürlich jetzt dumm. Wegen dem Fenster da. Ja, obwohl, es ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn dann direkt der... Oh, aber direkt dann auch vor der Tür. Aber ich will das jetzt auch nicht so machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich will. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, das wäre eine Option, das so zu machen, aber boah. Schwierig. Schwierig, Leute. Der abgenutzte Sekretär. Ja. Das ist fürs Kinderzimmer. Das hier sieht ja auch blöd aus. Momentan vermute ich, dass das hier tatsächlich das Einzige bleibt, was Sinn macht. Auch wenn es blöd ist, dass das dann hier so komisch geregelt ist. Dann haben wir da das blaue Kissen wieder. Da kommt noch ein Laptop hin. So, Büro. Warum gibt's im Büro keine Deko? Ich hätte gerne den Stiftebecher da nämlich noch neben. Stiftebecher, wo ist er denn? Der ganz schlichte. Der blaue, wo so ein paar Stifte drin stecken, teilweise mit so Radiergummitierchen oben drauf. Der muss ja hier sein. Wenn da schon das Symbol ist für Gerümpel, genau das Ding, was ich suche. Ist das Symbol für Gerümpel. Das ist ein Zahnputzbecher.
Dann muss er ja auch hier sein. Aber find das Ding jetzt erstmal wieder. Da ist er. So, und daneben kommt jetzt noch ein Blümchen. Gibt's das auch? Ja, das gibt's auch mit blauem Topf. Ja, gut. Ist aber eigentlich trotzdem ganz cool. Haben wir jetzt alles das, was wir brauchen? Und hier eine Fotokollage. Ja, die Küche ist fertig. Sieht auch elegant aus da hinten. Also ich weiß ja nicht. Also irgendwie ist es schon cool, aber irgendwie habe ich mich auch nicht mit rumbekleckert. Ich bin unentschlossen. Warte mal. Vielleicht können wir dem hier noch ein bisschen Leben einhauchen. Oh, wie kann ich das denn nochmal an die Decke klatschen? Hallo, die Decke. Da die Decke. Deckenbelag. Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Boden- und Deckenmuster, da ist es. Ja, vielleicht. Ja, so eine Holzdecke hat schon eigentlich immer was. Oh ja, das finde ich ganz gut. Das gibt dem Zimmer so ein bisschen das gewisse Etwas. Warum kann ich jetzt bitte nicht in... Danke. Gibt es das auch in Grau? Warum kann ich da nichts an die Decke machen und hier geht's? Ich bin am Verzweifeln. Hier können wir eine hellgraue Holzdecke reinmachen. Können wir aber auch lassen. Irgendwie wirkt das nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Das machen wir hier mal als Dings rein. Okay, jetzt geht's. Aber hellblau, das passt hier nicht. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht, das ist zu hell. Oh, warte mal, aber hier die schwarze Decke, die schwarze Holzdecke, die finde ich cool. Die finde ich cool. Also ja, irgendwie mag ich das... Oh, der Boden! Ich mag das Wohnzimmer, aber irgendwie mag ich es auch nicht. Das ist halt echt irgendwie, das ist so eine Hassliebe. Ich kann nicht sagen, was ich davon halte. Sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt. Irgendwie bin ich zufrieden, aber irgendwie bin ich es auch nicht. Aber ich glaube, hier drin zu spielen wird trotzdem ganz cool. Okay, Leute, das war's jetzt aber für heute. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.